So, Bossgeil von WoW Source. Ihr seht nun den Kampf gegen Kyandre, einen der Bosse von der neuen 5er Instanz Endzeit. Okay, wir pullen hier ganz normal. Ihr steht, solltet euch etwas verteilt stehen, da diese mehrere AOE-Effekte zur Verfügung hat. Sehen hier gleich einen der ersten, den könnt ihr nicht ausweichen, das muss einfach gegengeheilt werden. Nun, wie genau dieser blaue Effekt, welcher sich dann aufteilt und auf verschiedene Spieler losgeht, denen könnt ihr problemlos ausweichen. Der auch nun da ist sehr viel Schaden verursacht. Eine weitere Fähigkeit oder eine weitere wichtige Fähigkeit ist diese Kugel, welche sie dann gleich casten wird. Hier müsst ihr ganz vorsichtig sein, beziehungsweise dieser Kugel nahezu versuchen, immer auszuweichen. Hier ist sie schon. Wenn ihr hier drinnen stehen bleibt, werdet ihr Silence und ihr bekommt sehr viel Schaden. Also diese Kugel rotieren einfach um den Kreis herum, damit kann man eigentlich ohne Probleme ausweichen. Dieser Boss verfügt auch über eine Art Soft Enrage, und zwar je länger der Fight dauert, stärker wird sie. Hier, man sieht den Debuff ja bereits einen, das bedeutet, es erhöht sich einfach die Cast-Zeit von hier immer um 10%. Damit solltet ihr, wenn ihr Kampfrausch bereit habt oder in der Gruppe dabei habt, solltet ihr das unbedingt. Hier hat es mich zum Beispiel mal erwischt. Seht, man kommt 5 Sekunden, wird man zu schweigen gebracht und man kriegt ca. 30.000 bis 40.000 Schaden. Okay, jetzt sieht der Boss schon 3 bis 4 Stacks. Da seht ihr, also es wirkt der Zauber schon sehr, sehr schnell. Also es ist jetzt schon ziemlich höchste Zeit, sie zu bezwingen. Ja, und das war's.